Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen im Kirchner Museum Davos. Wir freuen uns heute sehr auf diese dialogische Führung und auf eure Präsenz. Wunderbar, dass ihr hier seid mit uns. Wir werden eine sehr spezielle dialogische Führung mit Beat Wiesmer, mein Co-Kurator zur Ausstellung Theater des Überlebens, Martin Diesler, die späten Jahre. Es ist ein spezifischer Titel, der sehr symbolisch ist für die Zeiten, die wir jetzt leben, seit langen, vielen Monaten. Und ich denke, wir werden auch Themen haben, die sehr passend sind für unsere Zeit heute. Diese Ausstellung war eine sehr schöne Zusammenarbeit, ausgehend von einer langen auch Freundschaft, würde ich sagen. Das ist wichtig. Es war eine sehr schöne Reise zusammen, auch mit der Witwe von Martin Diesler, mit Irene Grundel. Ich würde zuerst, bevor wir aber über den Martin Diesler sprechen, euch auch den Grund oder die Wahl, Martin Diesler hier in Davos zu präsentieren, schildern. Ernst Ludwig Kirchner ist einer der bekanntesten, berühmtesten Expressionisten, deutschen Expressionisten. Er gehört zur Zeit der Avantgarde. Er wirkte Anfang des letzten Jahrhunderts. Und natürlich wollten wir jetzt als Kirchner Museum neue Positionen zur Schau bringen, um die Aktualität von Ernst Ludwig Kirchner zu ergründen. Welche Bedeutung hat heute noch Ernst Ludwig Kirchner als Expressionist? Welcher Nachklang haben wir im Rahmen des Themas Expression und auch freieres bildnerischen Schaffens? Insofern, also Ausgangslage ist, dass wir einen offenen Dialog haben mit einer jüngeren Position, eben aus diesem Grund auch Martin Diesler, weil Martin Diesler haben wir gewählt, weil er eine außerordentliche Persönlichkeit ist in der Schweizer und auch internationalen Kunstgeschichte. Er ist auch besonders, weil man ihn nicht in eine Kategorie reinstecken kann, und er gehört zur Generation der Neo-Expressionisten, den neuen Wilden und der Transavanguardia in Italien. Insofern gab es wirklich Parallelen, auch thematisch, aber auch in der Bildsprache, und das war eigentlich die Ausgangslage. Der Kontakt mit Beat Wiesmer ist auch kein Zufall, weil Beat Wiesmer ist wirklich einer der wichtigsten Kunsthistoriker, der Martin Diesers Werk sehr gut kennt und sehr lange geforscht hat. Also noch kurz auch zu Beat Wiesmer, war ja langjähriger Direktor des Aargauer Kunsthauses Aarau, anschließend auch viele Jahre Direktor des Museums Kunstpalast in Düsseldorf. Beat Wiesmer ist heute Freischaffender, er arbeitet sehr viel, würde ich sagen noch mehr, er publiziert auch sehr viel über zeitgenössische Kunst und Schweizer Kunst. Und ja, also absoluter Spezialist heute mit uns. Und was wichtig noch ist als Ausgangslage, Martin Diesler ist ja jung gestorben und das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft hat eine Monographie publiziert, wenn ich mich nicht irre, 2006. Das Kunstmuseum in Aargau hat eine große Retrospektive parallel mit der Publikation der Monographie zur Schau gebracht. Also es wurde wirklich eine große kunsthistorische Arbeit geleistet zum Werk von Martin Diesler. Was noch offen war, aber waren diese letzten späten Jahre, die 10 späten Jahre. Und da hatten wir jetzt die Chance mit Beat Wiesmer und Irene Grundel, dass wir diese Jahre wieder aufbauen konnten und einen neuen Blick gewinnen konnten. Wir sind jetzt hier eigentlich chronologisch gesehen im letzten Saal. Wir möchten unsere dialogische Führung in dem Saal 3 starten. Das sind wichtige Jahre, Mitte 80er Jahre, wo es einen stilistischen Übergang und wie eine Art Neuanfang gibt zu Martin Diesler. Gadler hat es gesagt, es gab 2006, das war 10 Jahre nach Diesers frühem Tod, gab es die erste große Retrospektive zu seiner Malerei. Und in dieser Ausstellung gab es als letztes Kapitel quasi Werke zum Spätwerk. Und wir haben uns jetzt entschieden, den späten Diesler hier zu zeigen. Wobei Spätwerk ist natürlich ein bisschen schwierig bei jemandem, der mit 47 Jahren schon gestorben ist. Darüber kann man diskutieren, wie man das nennen soll. Wir nennen es die späten Jahre, es sind die letzten 10 Jahre, die hier gezeigt werden.
Vielleicht noch das als, auch als zur Geschichte vom, im Kirchenmuseum. Es gab hier vor 15 Jahren eine Miriam Kahn-Ausstellung und das war eigentlich für die Schweizer Kunst so die andere ganz große neo-expressive, um es vereinfacht und nicht ganz korrekt zu sagen, Position. Aber die beiden waren an der Documenta 82, waren sie die beiden Schweizer Vertreter, oder Vertreterin an der Documenta. Also Martin Diesler hat ein früheres Werk, auch darüber kann man diskutieren. Die ersten 10 Jahre sind sehr, sehr stark von der Zeichnung geprägt. Er wird dann in den 80er Jahren zu einem der ganz großen, auch international bekannten Maler. Da half der Zeitgeist die Situation mit, die neue wilde Malerei. Da hat man ihn dazugerechnet. Es gibt aber, glaube ich, ganz, ganz große Unterschiede bei ihm. Also wir möchten ihn nicht mit als neuen Wilden diskutieren, auch nicht als Vertreter des Neo-Expressionismus. Eigentlich, und das zeigt unsere Ausstellung, wird vor allem auch der letzte Saal, wo wir schon drin waren, zeigen, eigentlich gehört er in eine realistische Tradition, das denke ich. Interessant und typisch auch für diese 80er Jahre, die ja wirklich ein ganz überhitztes Kunstklima hatten. Der Markt hat geboomt, die Szene hat geboomt, man wollte neue Kunst und so weiter. Martin Diesler war ein Superstar in der Zeit und 1986 wurde er von, also zuerst von seiner amerikanischen Galerie, dann überhaupt vom Markt etwas fallen gelassen. Also da war er, also 10 Jahre vor seinem Tod, also da war er 37 und er war dann auch sehr enttäuscht und hat sich zurückgezogen, zuerst nach Samaden und dann nach Le Planchet, das ist ein Ort wirklich am hintersten, in der hintersten Ecke im Jura. Wirklich, ihr kennt das, das Ende der, wirklich Ende der Welt und bei seinem Haus hat auch die Straße aufgehört. Also wirklich, da hat er sich zurückgezogen. Vorher aber, und das ist ganz interessant, war er 84, 85 in Paris und hat dort mit seiner Frau dort gelebt und hat für sich eigentlich die Malerei, ja, ich würde mal fast sagen, fast neu erfunden, hat viel mehr Gewicht dann auf eine Art Peinture gelegt. Wir haben dann hier dieses ganz große Bild, der Garten der Lüste, diese große Aktfigur, die innerhalb dieser sehr wilden Farbstrudel aufgehoben und ja, quasi angemacht wird von der Farbe, von der Malerei. Das war eines der damals, das hat eine Phase der reinen Ölmalerei, die er in Paris für 2 Jahre gepflegt hat, also nach dem schnellen Acryl. Also das war ja die These damals der 80er Jahre, Acryl, Kilo mal Meter, also es musste ganz schnell und groß gemalt werden. Er zieht sich in Paris eigentlich ein bisschen zurück und konzentriert sich auf die Ölmalerei, vielleicht auch angeregt. Paris war ja damals nicht das Zentrum der jungen Kunst durch die vielen Museen, also er hat da sicher sich auch irgendwie in die Malerei Tradition einschreiben wollen. Also das ist so das letzte Bild eigentlich, würde ich sagen, vor dem, oder das erste des späten Werkes, wenn man so will. Er zieht sich also dann zurück, macht dann auch Plastiken. Wir werden auf die Skulpturen kommen. Also das ist ein Kopf aus der frühen Zeit in Samaden, also nach Paris. Er beginnt dann auch plastisch zu arbeiten und zwar so mit einem Versuch, also er schätzt sehr die Outsider, er schätzt sehr die primitive Kunst, wenn man so will. Also er kümmert sich hier eigentlich gar nicht um den Kanon von Bildhauerei. Diese amerikanische Bombardierung, wo es im Februar 91 ungefähr 300 Zivilisten zu Tode kamen. Und das ist insofern ganz typisch, es gibt sehr, sehr viel ganz konkrete Anlässe im Schaffen von Martin Diesler. Wir werden das bei den letzten Bildern nochmal zeigen können. Also das heißt, die Ausstellung setzt hier ein, wo sich die Malerei
endgültig verabschiedet hat von der schnellen, wilden Malerei. Was ja interessant ist, dass er sich einerseits in der Malerei um große Malerei und Peinture bemüht und versucht, in der Plastik ein neues Film, etwas ganz Krudes, sehr Direktes, ja, fast Primitivistisches zu schaffen. Das ist eher eine urtümliche Kraft. Und hier ist es vielleicht schon der Versuch, auch sich der Malerei einzuschreiben. Wir zeigen, es gibt drei ganz wichtige Positionen für die Skulptur. Das eine sind die frühen Gipse, das andere sind die Bronzen, die was ganz anderes sind. Und die dritte Position sind die Terrakotten, die zumindest von der Haltung her diesen Werken und diesen Zeichnungen näher sind. Und es gibt von Martin Disler, und das ist eben interessant, auch im Zusammenhang mit dem, was ich betreffend Innenräumen gesagt habe, wenn man solche Figuren hat, dann ist ja nicht nur das Machen ein Problem, sondern auch das Platzieren. Oder? Das im Raum Platzieren. Also, und von seiner ersten Ausstellung mit Skulpturen in Wien gibt es eine wunderbare Zeichnung, was eigentlich eine Art theatrale Regieanweisung ist, welche Figur wo steht. Das heißt, er musste sich wegen der Skulptur mit der Platzierung von Figuren befassen. Und da hat er begonnen, mit Innenräumen zu zeichnen und zu malen. Wir haben hier alles aus diesem letzten Jahr 5 oder Jahr 6, also die Jahre vor seinem Tod. Das sind alles Monotypien. Monotypien heißt, das heißt bei den Kleinformaten, und da sind wir ziemlich gut informiert. Martin Disler hatte das auf seinem Küchentisch in Le Planchet, so eine glatte, wie heißt das, Resopalplatte, oder ist das, glaube ich, dieses glatte Kunststoffmaterial auf dem Küchentisch. Da hatte er Farbe ausgegossen und Papier, meistens Japan-Papier, draufgelegt und dann von hinten reingezeichnet. Und das gibt dann diese Monotypie, also eigentlich diesen Abklatsch. Das heißt, es ist hier einiges an Zufall da, weil er konnte ja nie genau sehen, was jetzt auf diesem Papier passiert. Aber er hat es von hinten reingezeichnet. Er beschreibt das eigentlich auch als erotischen Akt, also wie er das ganz sanft, plastisch, mit mehr, mit weniger Druck in die Zeichnung ins Papier drückt. Und im Prinzip haben diese späten Papierarbeiten eigentlich ganz viel mit plastischem Schaffen zu tun. Das hat er massiv perfektioniert, macht es dann auch zum Großformat. Er beschreibt diesen Akt des Herstellens. Wir haben wunderbare Textfragmente oder Skizzenbücher oder Notizblätter von ihm, die wir da, die beziehen sich auf die Monotypien, auf das Herstellen dieser Arbeiten. Dort hinten gibt es einige Notizen zum Plastiker. Und vielleicht noch dies als Bemerkung zum Unterschied, zum wirklich ganz, ganz großen Unterschied von Martin Disler zum Beispiel zu den deutschen Neuen Wilden, zu diesen heftigen Malern. Das sieht zum Teil oberflächlich ähnlich aus. Dahinter ist aber im Prinzip meist eine ganz, ganz andere Haltung. Martin Disler ist nie ironisch, vielleicht im Gespräch, er war nie zynisch. Es war ihm wirklich wie bei einem Arbrütt-Künstler, denke ich, ein ganz, ganz direktes Anliegen, sich zu äußern zu diesen Katastrophen, sei es Golfkrieg, sei es, worüber dazu kommen wir noch. Er hat wirklich auf diese auch Katastrophen, das waren ihm Anregungen, also die Tagesschau war ihm eine Anregung, aber natürlich auch die persönlichen Geschichten, die persönlichen Unbills. Er hat sich mal an der Hand verletzt und musste dann irgendwie, hatte hunderte von Zeichnungen dann linkshändig gemacht und so weiter. Das Ganze. Und dann natürlich das Private, auch das private Liebesleben, das hat sich alles verwoben in seiner Arbeit. Also das heißt, ich würde mal sagen, so eine Arbeit, Golgatha again, Gomorra und so weiter, das würde man bei den deutschen Neuen Wilden nicht finden.
Also es ist wirklich, ich sehe ihn eigentlich viel eher in einer Tradition der realistischen Malerei. Diesem Sarglager, wenn man so will. Es gibt auch ein Vergleichbares, das heißt die letzten Kisten. Da sieht man, dass er sich sicher sehr mit dem Tod, mit dem Sterben auseinandergesetzt hat. Der aktuelle Anlass unter anderem, Sie sehen hier das Bild Lighthouse. Sie alle wissen noch, was das ist. Das Lighthouse war ja damals dieser Sterbehospiz für die AIDS-Kranken. Und er hat natürlich sowohl mit den Drogen wie mit dem AIDS viele Freunde verloren. Also Sie müssen sich bewusst sein, also er war in den Anfang 80er, oder bis Mitte 80er Jahre auch oft in New York, oft auch längere Zeit in New York. Und da war ja dann das große Sterben, wenn man so will, und natürlich auch dieser ganz große Schlag in der Kunstszene. Das war, und deswegen haben wir hier, also einerseits dieses, was jetzt wirklich mit neuer wilder Malerei nichts zu tun hat, sondern das ist eigentlich ein sehr realistisches Zeitbild auch, ist natürlich auch ein Bild für Wittloh, also die geschlossene Tür von Sartre, also diese Gefangenheit des Menschen, diese Unentrinnbarkeit, das ist ein ganz sicher ein wichtiges Thema, weil er das allgemein gültiger haben wollte. Aber es war damals auch die Familie, die Verwandtschaft seiner Frau tangiert von dieser Katastrophe. Also wieder ein Zyklus, der ganz konkret von einem bestimmten Anlass ausgeht und der versucht, das dann zu übertragen in allgemeingültige Themen zur, naja, pathetisch gesagt, zur menschlichen Geworfenheit, zur Existenz. Das sind die letzten Bilder von Martin Diesler, dieses Trio und Quartette. Ich habe Ihnen das eine noch gezeigt, dieses Tanzbild, was er mal gesagt hat, dass ich kann es nicht mehr besser. Das war seine letzte Serie. Dann, das ist 1995 entstanden und dann machte er sich an seine große Arbeit, die 999 Aquarelle, die er noch machen wollte, und nach 400, weiß ich wie viel, ist er verstorben. Das waren diese Werke für den langen, nassen Weg. Das war bei ihm auch oft ein Konzept, also so jetzt das oder jetzt 5 Tage durchmalen oder so. Das waren so eine Art gestellte Aufgaben. Das will ich in dem Zeitraum erledigt haben. Theater des Überlebens ist dieses Bild. Das ist das Titelbild. Wir bei unserem großen Indianer-Ehrenwort, wir haben den Titel gewählt, bevor Covid-19 uns beschäftigt hat. Es hat damit nichts zu tun, oder eben doch, aber wir haben den Titel gewählt, weil eigentlich ist das Thema von Martin Diesler. Es geht um das große Welttheater, es geht um das Theater des Überlebens, und ich glaube, der Titel könnte über dem ganzen Werk stehen, steht jetzt hier über dem Spätwerk, aber könnte über den ganzen, aber ist von einem Bild entlehnt. Und da würde ich einfach sagen, schauen Sie sich die Bilder auch nochmal von nahem an. Also man entdeckt dann da schon noch einiges. Also hier der Typ, der sich ans Kinn fasst oder an eine Maske fasst. Vielleicht ist es eine Maske. Wir haben hier bei diesem ein bisschen rätselhaften Bild, also für mich auch, was das Plakat-Sujet, also hier ist es ganz klar, das ist der Deichbruch, das ist 1995, das ist ganz klar, bezieht sich darauf. Hier haben wir keinen Titel. Wir haben auch vom Tod gesprochen, AIDS und die Kisten auch bei den Tieren. Es ist wirklich der Kampf um die eigene Existenz, diese Angst der Existenz, auch diese schnelle und rasche
Wirkung in der Schöpfung. Und da gibt es natürlich sehr viele Parallelen mit dem Leben und der Kunst von Ernst Ludwig Kirchner. Auch Ernst Ludwig Kirchner, er war ja erschöpft, er kam aus Dresden, er war ja 1880 in Aschaffenburg geboren und hatte sich als Architekt ausbilden lassen, aber hat sich dann entschlossen, Künstler zu werden mit seiner Architektenfreunde in Dresden. Er war Gründer 1905 von der Brücke, also die deutsche expressionistische. Sollen wir rüber? Gehen schon. Ja, können wir. Ja. Gehen zum Kirchensaal. Ja. Mhm. Ernst Ludwig Kirchner, einer der Gründer der Brücke, also der ersten expressionistischen Gruppe mit der Schmidt-Rottluff und Haeckel. Es ist eine Zeit auch der Lebensreform, da komme ich zurück, Expressionismus und auch in der Ikonografie. Wir haben von Theater, menschliche Existenz gesprochen. Wir sind hier Anfang des letzten Jahrhunderts und Thema Lebensreform war sehr wichtig, auch im Sinne von Nietzsche. Ernst Ludwig Kirchner natürlich hat auch in einem gewissen Sinne in einem Gesamtkunstwerk gelebt. Er hat auch neue Referenzen gesucht, ein neues Lebensgefühl. Und hier dieses Bild zum Beispiel ist sehr signifikativ, also sehr wichtig. Es ist ein Werk auf der Fehmarninsel, das ist von 1913, Fehmarndüne mit Badenden unter Japanschirmen. Auch hier kann man von Theatralität sprechen. Man sucht ein neues, ideelles Leben. Der Mensch geht zurück zur Natur, er sucht neue Werte. Es gibt auch ein neues Körpergefühl. Man sucht auch kulturelle Referenzen, um auszusteigen in einem gewissen Grad kulturell und in eine neue Kultur reinzublicken. Für mich ist das auch eine Lebenstheatralität in diesem Sinn. Man sucht in einem dramatischen, auch psychischen Zustand, in einem Bewusstsein, dass man sich in der Gesellschaft nicht mehr gut fühlt, ein Leben, ein ideelles Leben. Das ist hier auch diese Werke, jetzt in diesem Saal ist eine Zusammenstellung von Werken, die spezifisch das Thema Körper, Körpersprache auch interpretieren, parallel zu Martin Diesler. Der Körper hier auch in der Aktstudie natürlich nackt dargestellt, in diesem neuen Lebensgefühl. Der Körper aber auch im Sinne von Bewegung, der Körper in der Dimension des Tanzes, nicht in einem transzendentalen Tanz im Schöpfung wie bei Diesler, sondern hier ist der Körper noch auch ein Thema, das man darstellt, interpretiert mit einer Formensprache, eine neue Formensprache. Ernst Ludwig Kirchner natürlich hatte ein großes Kenntnis auch von seiner Zeit, vom Tanz, expressiver neuer Ausdruckstanz mit zum Beispiel Gret Paluca, Nina Hart. Nina Hart ist übrigens hier auch auf einem Bild dargestellt. Das war eine Tänzerin, auch dieser Zeit, 20er Jahren, die er in Zürich kennengelernt hat, die sowohl malerisch realisiert wurde von Ernst Ludwig Kirchner, also auf der Fotografie sieht er das Bild, das Ernst Ludwig Kirchner von seiner plastischen Figur realisiert hat, und er hat es dann noch fotografiert. Das ist wirklich sehr faszinierend, diese Zusammenstellungen, die aber auch uns zeigen, wie intellektuell Ernst Ludwig Kirchner oder wie konzeptuell er gedacht hat. Und das geht sehr, hier sind wir natürlich in den 30er Jahren. Ihr wisst ja, dass ab der Mitte der 20er Jahren hat Ernst Ludwig Kirchner der neue Stil entwickelt. Also in diesem Sinn, auch in seinen späten Jahren gibt es auch einen Parallelismus mit dieser, fängt eine neue stilistische Phase an, hier in Davos. Also der neue Stil, der sehr linear, auch mit Flächenmalerei, eher zweidimensional, auch sehr synthetisch und auch konkret analytisch wird, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine Interpretation, auch weit weg in einem gewissen Sinne von dem, was der Expressionismus war, diese freie Malerei, der freie Duktus, die pastose Farbe. Und dann plötzlich gibt es wie eine Analyse, eine Phase der Analyse, wo man sich auseinandersetzt mit dem Medium Malerei und Form. Dankeschön auch an dem Publikum.
Also ja, und der Katalog ist hier zur Verfügung, auch zum Anschauen an erster Stelle, aber in der Hoffnung, dass er mit euch nach Hause kommt. Dankeschön. Dank. So.